Na, was hast du uns mitzuteilen? Da, 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 da. Könnte es sein, dass ich mich verlaufen habe? Das könnte durchaus sein, mein lieber Freund. Das könnte durchaus sein. Wanderer möchte kämpfen. Wanderer setzt Onyx ein. Sein einziges Pokémon wahrscheinlich? Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, verdammt. Hab jetzt nicht nachgeguckt, ne? Aquaknarre, hab jetzt nicht gesehen, ob er noch mehr Pokémon hat. Aquaknarre und weg ist er. Weg ist er. Er ist weg. Okay, er hat drei Onyx. Was ich auch gerade noch schnell nachgeschaut habe, weil es mir Spanisch vorkam, dass wir bis jetzt noch keine Pokébälle gefunden haben in der Höhle, beziehungsweise andere Items. In Rot, Blau und Gelb findet man in der im Felstunnel nichts. Einfach nichts. Wanderer wird Kleinstein in den Kampf schicken. Ach, er hat doch keine drei Onyx. Sondern zwei Onyx und ein Kleinstein. Aber das ist ja kein Problem für uns. Kein Problem, kein Problem. Passt. Ist weg. Kann weg. Sachte, wo bin ich? Wo geht es nach draußen? Benutze doch einfach ein Fluchtseil. So. Ach, da ist auch noch einer. Okay. Ah, da ist. Okay. Hallo. Ein Möchtegern wie du sollte etwas mehr Respekt zeigen. Ja, 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 ja. Okay. Hallo Wanderer. Wanderer möchte kämpfen. Wanderer setzt Kleinstein ein. Los, Ada. Level 21 aber schon. Das ist schon ein bisschen mehr. Ich probier's mal mit Blubber. Hoffentlich zieht es wenigstens die Hälfte ab. Nein, killt es komplett. Okay. Okay, von jetzt an wird nur noch Blubber verwendet. Level 27. Somit ist es unser stärkstes Pokémon. Wenn ich jetzt nicht Georock. Okay. Ne, ich würde das Pokémon nicht gern wechseln. Bei Georock setze ich aber Georock. Bei Georock setze ich schon Aquaknarre ein. Da muss man schon sicher gehen. Da muss man schon maximalen Schaden geben. Attacke ist sehr effektiv. Und Georock wurde besiegt. Oh, das habe ich ja vergessen. Das ist ja... Ah, ist ja eine vierfache Schwäche. Wasser. Wegen Boden und Stein. Ich gebe auf. Ja, das ist wohl besser so. Besser für dich, besser für mich. Und weiter geht's gen Norden. Weiter geht's. Oh, Sackgasse. Aber noch keine wilden Pokémon, die uns das Leben schwer machen. Warum muss ich das eigentlich sagen? Warum sage ich das eigentlich? Warum sage ich das eigentlich? Warum? Warum, warum? Flucht. Au revoir, Monsenoir. Hallo, Göre. Oder Wanderer. Wanderer nehmen Zweige, um ihren Weg zu markieren. Das ist toll. Göre, nein, das ist wieder eine Pfadfinderin. Pfadfinderin möchte kämpfen. Pfadfinderin setzt Pummeluff ein. Los, Ada. Wir setzen Biss ein. Und hoffen, dass es zurückschreckt, beziehungsweise ausgewichen ist. Pfund. Oh nein. Juhu, Pummeluff war mal. So, Pfadfinderin wird Taubsi in den Kampf schicken. Möchtest du das Pokémon wechseln? Ja, durchaus. Hallo Linus, du darfst auch mal ran. Mal wieder ran. Ah, da genug kommt zurück. Los Linus, Kampf und Donnerschock, um das Ganze schnell zu machen. Okay. Deswegen bin ich weniger Fan von Pikachu als Elektro-Pokémon, weil sein Spezialangriff einfach, nun sagen wir mal, schwach ist. Obwohl eigentlich darf man das nicht sagen, weil das war ja fast gleiches Level. Hat das überhaupt ein schwaches? Was, das Pokémon wechseln? Nö. Passt schon, Mauzi. Hallo Mauzi, hallo Donnerschock. Jawohl, paralysiert. Ich schau nur noch mal gerade nach. Ich hätte so gerne einen Raichu. Raichu mag ich wirklich gerne. Wirklich, wirklich gerne. Raichu ist so ein süßes Elektro-Pokémon, aber Pikachu ist... meh. Ist halt meh.
Spezialangriff ist nicht gerade hoch. Normaler Angriff ist sogar höher. Ah, ja. Kein gutes Elektro-Pokémon. Kein gutes Elektro-Pokémon, ein Pikachu. Es ist einfach kein gutes Elektro-Pokémon. Es ist einfach kein gutes Elektro-Pokémon. Ich sage es gern noch einmal. Ich habe mein Bestes gegeben, dann gewinnt 420 Pokédollar. Im Vergleich dazu ist Raichu einfach ein besseres Pokémon, weil es durchaus 80 auf Level 50, auf Level 100 hat es 80 mehr Punkte in Spezialangriff. 80, das muss man sich mal geben lassen. Das sind 80 und hat gleich viel Spezialangriff wie normalen Angriff. Somit ist es wieder ein passables Elektro-Pokémon. Aber man kann ja hier das bekommene Pikachu nicht weiterentwickeln und das regt mich auf. Ich werde mir deswegen wahrscheinlich aus einer anderen Edition rübertauschen, ein Pikachu, und das dann zu Raichu weiterentwickeln. Damit ich es im Pokédex habe und damit ich auch ein Raichu euch zeigen kann. Vielleicht? Ich weiß es nicht. Andere wird Kleinstein in den Kampf schicken. Möchtest du das Pokémon wechseln? So. Genug Hate auf Pikachu. Weiter geht's mit dem Felstunnel. Die Attacke ist sehr effektiv. Kleinstein wurde besiegt, da er hält seine 87 EP. Georock in den Kampf schicken. Möchtest du das Pokémon wechseln? Nein, das will ich nicht. Blubber. Mal sehen, ob das auch ausreicht mit einer vierfachen Schwäche. Nein, das reicht eben nicht aus. Das habe ich mir fast... Aua. 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 Mensch, Georock. Jawohl, Level 28. Wuhu. Party hard. Len besiegt Wanderer. Wanderer. Hups, das war zu viel des Guten. Ja, wenn du dich finalisierst... Wo geht's jetzt? Ah, jetzt geht's zu wilde Pokémon. Jetzt, ah, ja genau, richtig. Mhm. Ein wildes Zubat. Los, Ada. Kampf. Na, warum Kampf? Flucht? Gottes Willen. Flucht. Ah! Das hat mich jetzt erschreckt. Du besitzt einen Pokédex? Cool. Ich möchte auch einen haben. Da muss er sich hinten anstellen, Pokémaniac. Setzt Phlegmon ein. Wir werden das Pokémon wechseln. Und zwar zu Marcel. Los geht's. Auf geht's, Marcel. Phlegmon setzt Konfusion ein. Das ist eher schlecht. Aber nicht so starkes Pokémon. Juhu, Rankenhieb. Adios, Phlegmon, also fast. Ja, komm, setz Konfusion ein. Komm, bitte Volltreffer. Mach einen Volltreffer draus. Na komm. Zerschneider. Ach! War das knapp. Es hat sich nicht gelohnt. Phlegmon wurde besiegt. Ada erhält 210, Marcel erhält 210. Schon wieder Phlegmon. Ja, ich wechsle das Pokémon, das hat keinen Sinn. Ja, voll. Phlegmon, du kannst es gerne versuchen. Ich setze meinen Pikachu ein. Das wird dich gleich donnerschocken. Konfusion, wie gehabt. Aber diesmal ist es nicht sehr effektiv. Linus ist... Konfusion, was machst du? Was machst du? Konfusion. Nein, ich hab verloren. Also nicht verloren, aber... Aua. Setz mal Fati ein. Kampf. Doppelkick. Verdammt, ich hab vergessen, so... Warum? Warum mache ich das? Warum? Warum bin ich so blöd? Warum bin ich so blöd? Warum? Warum? Ah, jetzt hätte ich beinahe zu viel gedrückt. Hornattacke. Hoppa. Hoppa, Gangnam Style.
So viele Probleme mit Flagmon. Wahnsinn. Bye bye, Flagmon. Ja, jetzt kommt der Volltreffer. Genau jetzt. Was? Ach komm. Nee, ich will das Pokémon nicht wechseln. Noch ein Flagmon. Da habe ich eher wenig Bock. Komm, Giftstachel. Wegen STRB-Attacke. Einfach nur, weil ich dich vergiften könnte. Oh mein Gott. Ja, nehme Kahn. Komm. Los, Kahn. Ich hab doch noch ein paar Gegner zu bekämpfen, Mensch. Ich hab noch ein paar Gegner zu bekämpfen. Flagmon wurde besiegt. Kahn erhält 423 und erreicht Level 27. Jetzt bin ich mal gespannt, welche Pokémon noch auf mich warten. Okay, es sind keine starken mehr. Aber trotzdem. What the foo? Ach, ich bin ja so neidisch. 1000 Pokédollar. Ach, da ist das Pikachu weg. Mensch. Was haben wir denn alles da als Items? Supertränke. Mensch, das habe ich vorhin nicht gesehen. So. Supertrank. Supertrank den. Und, ups, nicht Superball, sondern Supertrank die Said. Und schon haben wir wieder ein akzeptables Pokémon-Team. Und nein, ich will nicht. Mensch. Mensch. Mensch Meier. Mensch Kleinstein. Was soll das? Ist eh keine Chance gegen meinen Level 28 Schlock. Die Attacke ist sehr effektiv. Kleinstein wurde besiegt. So. Pfadfinderin möchte kämpfen. Pfadfinderin setzt Knuffenser ein. Ich bin Hellseher. Warum habe ich denn bitte nicht das erste Pokémon gewechselt? Verdammt! Bin dumm. Bis. Ah, Gott sei Dank. Tschüss, Knuffenser. Wird Pipi in den Kampf schicken, aber wir kämpfen weiter. Weiter, weiter. Es sieht gar nicht mehr so viel ab. Pilippi. Aquaknarre. Yeah. Volltreffer. Tücke, tücke, bumm. Tücke, tücke, bumm. Tücke, tücke. Oh, zweimal bloß, okay. Tackle. Juhu, Len besiegt Pfadfinderin. Es war zu dunkel. Das glaube ich dir. Huch! Hallo! Du besitzt Pokémon, lass uns kämpfen. Pfadfinderin setzt Topsy ein. Los, Ada! Kampf und Biss. Plopp. Oh, Gott sei Dank. Ich will das Pokémon nicht wechseln. Biss. Topsy wurde besiegt. Ada hält 223 EP. Auch ein Radfratz werden wir besiegen können. Mit Biss. Ganz viel Biss. Unser Schillock hat einen guten Biss. Hahaha. Wuhu, er hat den Überbiss. Ach Gott. Nee. Noch immer kein Level 29. Und dafür kommt noch ein Radfratz. Ich möchte das Pokémon bitte nicht wechseln. Und Radfratz. Bye, bye. Bye, bye, Rattefratz. Es ist vorbei. Natürlich kommt der Volltreffer dann, wenn ich es besiege. Level 29. Woo! Yeah! Knuffenser. Ja doch, da würde ich gerne das Pokémon wechseln. Ja. Und zwar zu die Said. Hallo, Knuffenser. Sag Hallo zu meinem Tauboga, die Said. Und Ruckzuckieb.
Ach, was, wie schön. Wie schön ist das. Wie schön, wie schön. Volltreffer. Die Lebensanzeige hat sich ein bisschen komisch entleert. Aber wir besiegen Pfadfinderin. Du bist ein harter Brocken. Danke, danke. Wir sind auch fast schon raus aus dem Felstunnel. Die Folge wird auf jeden Fall noch gehen, bis wir raus aus dem Felstunnel sind. Und ich habe momentan ohne Unterbrechung aufgenommen, deswegen wird die Folge auch in zwei Teile geteilt. Ihr seht also jetzt gerade den zweiten Teil der Folge, falls ihr euch gewundert habt, warum keine Begrüßung da war. Weil das hier der zweite Teil einer Aufnahme ist. Huh, ein wildes Zubat. Los, Ada. Und Flucht. Es fehlt doch sowieso nur noch die eine hier. Dum 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 dum. Pfadfinderin möchte kämpfen. Pfadfinderin setzt Mauzi ein. Los, Ada. Beiß ihn kaputt. Nee. Das ist wiederum ungünstig, da Biss eine normale Angriff-Attacke ist. Das heißt, unser niedriger Angriff! Myrapla. Ich würde gerne das Pokémon wechseln. Myrapla gegen Tauboga. Los, dieser Hit. Kampf, Windstoß. Ach, Giftpuder. Warum? Warum? Unser Tauboga sollte auch demnächst mal endlich... wäre gut, wenn eine Flugattacke erlernt wird von ihm. Das Gift schadet dieser Hit. Gegner Myrapla benutzt Absorber. Die Attacke ist nicht effektiv. Und wir machen nochmal Ruckzuckhieb. Und schaffen es nicht ganz. Gift schadet dieser Hit. Myrapla, Absorber. Das hilft jetzt aber auch nicht mehr. Ruckzuckhieb und bye bye, Myrapla. Erhält 333 und erreicht Level 23. Noch 8 Level bis Flügelschlag zu unserer ersten Flügelattacke. Flugattacke. Flügelattacke. Glaubst du in den Kampf? Komm, wir machen einfach mal weiter. Ein bisschen Erfahrung für Tauboga schadet nie. Ich werde, glaube ich, auch vor dem nächsten Part unsere Pokémon wieder ein bisschen hochtrainieren, sodass sie alle um die 28 sind. Das könnte nicht schaden. Und ich werde wahrscheinlich Linus, also unser Pikachu aus dem Team, erstmal rausnehmen und dafür den Drachenburschen, unser Glutexo, ins Team reinnehmen. Dann besiegt Pfadfinderin. Pfadfinderin, alle meine Pokémon wurden besiegt. Len gewinnt 400 Pokédollar und... Ja, ich weiß, mein Pokémon ist vergiftet. Ach nee, gegen die muss ich auch noch kämpfen. Ach Mensch, ich bin nicht fit. Und ich will gerade nicht gegen dich kämpfen. Naja, Pfadfinderin möchte kämpfen. Pfadfinderin setzt Taubsi ein. Upsala, das war mein Mikrofon. Ada blieb unversehrt. Bis nochmal. Beiß nochmal, beiß nochmal, beiß nochmal. Was? Taubsi wurde besiegt, Ada hält 247 EP und als nächstes wird Tauboga in den Kampf geschickt und ich will das Pokémon nicht wechseln. Ja, ja. Kampf und Biss. Die Attacke schlug fehlt, ja, blöd, ne? Biss. Noch einmal. Bum 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 b
Okay. Dann besiegt Pfadfinderin. Ich fühle mich vom vielen Wandern erschöpft. Wir gewinnen 24 Pokédollar und hier kommt wahrscheinlich der nächste. Ja. Freude kommt auf. Freude. Kampf und Blubber. Sollte die Sache machen. Die Attacke ist sehr effektiv. Das freut mich. Onyx! Wir werden das Pokémon natürlich nicht wechseln. Aber Blubber. Ach verdammt, beim Onyx reicht es glaube ich nicht aus. Ha! Denkste. Lin besiegt Wanderer. Wie wundertoll. Ha 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 ha. Tschi! Ach komm, da ist noch einer. Noch ein Wanderer. Wieso sind da noch so viele? Ah, die Bergluft ist so wunderbar erfrischend. Ich glaube, ich hätte einfach rechts rumgehen sollen. Wanderer möchte kämpfen. Er hat wieder zwei Pokémon. Eins davon ist ein Onyx. Auf Level 19 gegen unser Shellock auf Level 29. Und das Onyx wurde besiegt. Und gleich erfahren wir, welches sein zweites Pokémon ist. Nämlich, aber erstmal Level 30 für Shellock, Gratulation. Sein zweites wird ein Girock sein und wir werden das Pokémon nicht wechseln. Hoppala, das war ganz deutlich mein Mikrofon. Aquaknarre! Woo. Volltreffer! Die Attacke ist sehr effektiv. Girock wurde besiegt, aber er erhält 544 EP und wir besiegen den Wanderer. Ich kann wieder klar denken. Woohoo. Party hard. Ne, den umschiffe ich mal ganz gekonnt. Den können wir ja in der nächsten Folge dann mal bekämpfen. Aber jetzt will ich erstmal nach Lavandia. Ah, schnell rein da. Schnell alle unsere Pokémon heilen. Ah. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns wahrscheinlich in der nächsten Folge wieder, wenn wir denn dann im Pokémon-Turm Sachen machen. Ich hoffe, ihr habt Spaß und habt Spaß bis dahin. Habt Spaß, 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 Spaß! Wuhu!